Okay, Leute, es geht weiter und ich besieg ihn jetzt. Koste es, was es wolle. Okay, komm. Den ersten Schlag habe ich jetzt gehabt. Hä? Ich verstehe die Logik nicht in diesem Scheißkampf. Ah, okay, verstehe. So muss man ihn besiegen, also. Ah, okay, ich glaube, ich habe jetzt den Trick raus. Ich glaube, ich habe langsam raus, wie man ihn besiegt. Okay, komm. Okay, so. So, perfekt. Und verdammt! Gewonnen, ja! Verdammter Wichser, stirb! Ja, verdammt, endlich. Sieg. Boah, ich hab's geschafft. Ich hab gewonnen. Und so wurde Goku zum Sieger des Weltkampfes gekürt und machte sich erneut auf der Suche nach seinem Andenken, dem Dragon Ball. Du willst schon wieder aufbrechen? Du hast es aber eilig. Willst du wieder nach ihm suchen? Ja, und gleichzeitig weiter trainieren. Das ist optimal. Okay. Ich mach mich auf den Weg. Überschallwolke. Ichu! Bis bald. Bravo. Boah, ich bin immer noch krank. Boah, ich bin krank. Sammelgegenstände. Jackie-Chans Perücke halten. Jackie-Chan ist nun für Zweikämpfe auswählbar. Der alte Sack kann mich mal. Elender Wichser. Vor lange habe ich vorgebraucht über ihm. Oh. Der Muskelturm kommt jetzt. Auf der Suche nach dem Andenken seines Großvaters gelangte Goku ins Land des Muskelturms. Es war ein schrecklich kalter Ort. Solch eine Kälte hatte er nie zuvor erlebt. Wäre Suno nicht gewesen, wäre er erfroren. Hä, wo bin ich? Du bist aufgewacht. Du bist im Jingledorf. Du wärst fast erfroren. Ach ja, ich suchte nach dem Dragon Ball. Du gehörst nicht zur Red Ribbon Armee, oder? Hä, was ist das denn? Sind das Bösewichte? Kann man so sagen. Suno zufolge zwang die Red Ribbon Armee, nämlich die Dorfbewohner, unablässig nach dem Dragon Ball zu suchen. Außerdem wurde ihr Bürgermeister im Muskelturm gefangen gehalten. Goku versprach Suno, den Bürgermeister zu retten und begab sich zum Muskelturm. Okay, dann will ich jetzt diesen Pakt dort mal zeigen, wo der Hammer hängt. Sei vorsichtig. Okay. Du elender Wichser, was willst du? Okay. Ich weiß schon, wie das alles ist, weil ich habe da davor auch schon aufgenommen, aber da hatte ich ein kurzes Problem mit der Aufnahme und niemand ist reingekommen, also einer von meinen Geschwistern. Habe ich außersehen Enter gedrückt und dann ist was passiert. Okay. Ach, ich mache einfach so. Kommt her. So, so. Du Wichser. Ach komm, nochmal. Und du bist auch weg. Ein Leben dazu bekommen. Gut, 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 gut. Jetzt habe ich 3 Leben. Weiter. Okay, so kann man. Was ist das denn? Was ist das denn? Oh, ich bin irgendwie übermächtig stark, oder was heißt das? Okay, weg mit dir. Und weg mit dir. Ich glaube, ich habe langsam Skills dafür entwickelt. Und weg mit dir, elender Wichser.
So. Okay, nochmal. Das elende Packfach prügeln. Okay, kommt jetzt nicht der erste Endboss? Ja, der erste Endboss. Den kennt ihr bestimmt, wenn ihr den Anime dazu geguckt habt. Ja, der ist ganz simpel zu machen. Auf einmal, jetzt auf einmal kann er das da. Also immer in die gegengesetzte Richtung springen. Du Spasti. Lass mich in Ruhe, ich bin ein Kind. Was zur Hölle? Hä? Wieso leuchtet er blau? Egal, er ist tot. Ich hab gesagt, du bist tot, du Wichser. Dann stirb auch. Okay, es hat ein... Mit seinem Arm ist etwas. Ich wusste es doch, elender Wichser. Boah, ich bin auch bald beim Abkratzen. Und einen Apfel dazu bekommen. Okay. Hier kann man was holen. Und das ist... Der Stab. Der wird länger. Hey. Din, 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 din. Ich scheiß auf die Molotow-Cocktailwerfer da unten. So. 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 Ein Apfel. Dankeschön. Tut mir leid, Leute. Ich bin halt krank. Was kann man da schon sagen? Seid froh, dass ich wenigstens was aufnehme. Seid froh, dass ich was aufnehme, ja. Boah, ich bin krank. Boah, ich kratze hier ab. Und so. Ach, ich hasse diese Molotow-Cocktailwerfer hier. Hä? Hey, vielleicht kriege ich dafür weniger Schaden oder so. Kann das sein? Ich glaube, ich kriege dann weniger Schaden. Ja, ich kriege weniger Schaden, wenn ich das anhabe. So. Kommt jetzt noch eine Bande von denen. Oh, genau abgeballert. Mein Apfel. Mein Apfel und du bist weg. Ach, Kacke. Gut so, danke. Jetzt zieh, 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 zieh um dein Leben. Jetzt kommt der komische Ninja. Jetzt kommt der komische Ninja. Und verprügeln wir ihn. Werf nicht mit Sachen um dir. Ihr, von woher kommt? Okay, komm. Okay, jetzt weiß ich ja, was für Tricks er machen wird. Deswegen kann ich das auch so gekonnt ausweichen. Und weg damit. Jetzt kommt noch die andere Form von ihm. Er macht Narutos Spezialattacke. Schattendoppelgänger. Und nochmal. Ach, fick dich doch. Ist jetzt jemand von euch tot? Egal, jetzt mache ich so einfach. Jetzt muss einer von euch gestorben schon. Okay, du bist tot. Und so. Okay, du bist weg und du bist auch jetzt weg. Komm, stirb. Und weg damit. Gut so, ich schlag mich besser als davor, aber ich weiß ja, was jetzt kommt, deswegen. Du Wick. Egal, komm. Du Molotow-Cocktailwerfer hier.
Ich glaube, ich mache dieses Let's Play für heute auch fertig. Und komm. So, du bist weg. Dun, 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 Chicken Wing. Und okay, du bist jetzt auch weg. Ach komm. Ihr werdet auch beide sterben, komm. Bist auch weg. Weg mit dir. Jetzt zieh, 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 zieh. Hier ist eine Kapsel mit einem Schwert oder so. Ja, ich hatte recht mit einem Schwert. Jetzt zieh. Gleich kommt auch der Endboss zu diesem Level. Ach komm. So. Und so. Und so. Hier, wie weit er sein Molotov-Cocktail wirft hier. So. Und so, danke schön. Okay, ich habe nicht so viel Leben verloren. Boah. Ich verprügel euch da oben erstmal. Und weg mit dir. Ja, stirbt. Los, stirbt. So, danke. Diese Grüne hasse ich am meisten, sowieso. Und weg mit dir. Da ist ein Grüner dabei. Okay, die muss ich erstmal töten. Weil die hinterhältig sind. Weg mit dir, danke schön. Oh du. Komm, ein Leben dazu. Doppelte Explosion. Und weg mit dir. Es kommt bestimmt jetzt noch mehr. Ach, ich scheiß auf die, weil jetzt kommt der Endboss. Ich scheiß auf euch. Jetzt kommt der Boss. Hey, du, bist du hier der Chef? Lass den Bürgermeister frei. Beeindruckend, dass du so weit gekommen bist. Gratuliere. Du bist was Besonderes. Schließe dich doch uns an. Mich euch anschließen? Niemals! Vergiss es und gib auf. Wenn hier jemand aufgibt, dann du. Was? Jetzt kommt dieser komische Viech. Wenn ihr den Anime geguckt habt, kennt ihr ihn. Ja. Hier sieht er seine Form. Ja, der Wichser. Ich werde zusehen, wie du krepierst. Okay, ich muss... Der einzige Trick hier ist es, diese Blöcke hier zu zerstören. So. Ach komm. So. Okay. Läuft besser als davor. Okay, komm. Kacke. Kacke, 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 kacke. Egal, komm. Ich hab noch genügend Leben. Boah, wenn man aber zu lange bei ihm bleibt, dann kommt seine Zunge raus. Okay, ich hab gewonnen, oder? Ja, gewonnen. Dun, 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 dun. Okay, jetzt kommt der dran. Oh. Lass den Bürgermeister frei, sonst kannst du was erleben. Du bist ganz schön mutig für dein Alter.
Aber bitte, versuch's doch, wenn du kannst. Wie du willst. Tja, hochgenommen. General White wurde von Goku besiegt und der Muskelturm gehörte der Vergangenheit an. Der Bürgermeister wurde gerettet und Goku fand außerdem den 2-Stern-Dragon Ball. Danke, ich hätte nie gedacht, dass du es mit ihnen allein aufnehmen kannst. Ach, das war ein Kinderspiel. Aber jetzt muss ich weiter. Und nach dem nächsten Dragon Ball suchen. Überschallwolke, Shindigo, mach's gut. Viel Glück. Speichervorgang. Gespeichert. Ah, jetzt kommt der komische Freak auch noch. Unterwasserhöhle. Kurz nachdem er sich erneut auf die Suche nach dem Dragon Ball gemacht hatte, ging der Dragon Ball Radar kaputt und Goku konnte nicht mehr weitersuchen. Er bat Bulma ihn zu reparieren und die beiden begaben sich in eine Unterwasserhöhle. Doch was für Abenteuer würden sie dort erwarten? Ah, warte! Diese Typen folgen uns! Das ist die Red Ribbon Armee. Mann, sind die hartnäckig. Was wollen die denn von uns? Diese Typen haben es ständig auf mich abgesehen. Na gut, die werde ich mir vorknöpfen. Und zwar sofort. Die Höhle ist ziemlich unübersichtlich. Passt gut auf. Okay. Wartet mal. Okay, ich mach noch das hier weiter. Ach, scheiß auf euch. Ich scheiß auf euch, wie ich schon gesagt. Und rein, irgendwo rein mit dir. Ach, was willst du? Und so, und so, und so, und so. Und eine Kapsel mit Leben. Sehr, sehr gut. Warte, in welche Richtung muss ich denn? Ich weiß gar nicht, welche Richtung ich gehen muss, aber egal. Okay, wenn es da weitergeht, dann gehe ich mal in diese Richtung. Was ist das? Gibt keine richtige Lösung oder was los? Ach, die sind so dämlich. So, okay. Wo zum Teufel bin ich? So. Wo bin ich? Kacke, ich will wieder zurück. Ich glaube, ich habe da irgendwas vergessen. Scheiße. So. Ach komm, so. Fahr zur Hölle, Wichser. Und ein Hamburger. Yay, Hamburger Time. Wer steht um 3 Uhr morgens auf wegen Hamburger? Patrick, richtig. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt gesagt habe, aber es musste sein. Was soll es mir bringen, wenn die... So. Und weg mit dir. Ach so, ich kann auch von da oben kommen. Ach so. Zieh dein Leben. Zieh. Ach komm, so. Ihr müsst mir recht geben, Leute. Das ist die schnellste Art, die Leute hier umzubringen. Oder diese Tiere. Hier, das verfolgt mich doch. Das will mich unbedingt treffen. Ach, Pech gehabt. So. So. So und so. Meine Nase ist verstopft. Das regt mich jetzt auf. Und weg mit dir. Weg mit dir, habe ich gesagt. Komm. Dankeschön. So. Was zur Hölle? Was ist denn hier? Sieht ja interessant aus. Ich gehe mal da rein. Und was erwartet mich hier? Eine Tür, die ich nicht benutzen kann.
Kacke nochmal. Oh, Kacke. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Ah, kommt. Ein Leben dazu. Ach komm! Ja, so kann man auch machen. Gut. Und wo zur Hölle bin ich denn jetzt? Kann ich die kaputt machen? Ja, ich kann die kaputt machen. Oh! Und so mit euch. Und kabums mit euch. Und weg. Und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.